neulich bei den Steel Riders. Er hat aber nur 500 Watt. Und trotzdem hat er mehr Leistung wie dein Mobiltelefon, das ist gar kein Problem. Membran hin ist größer wie manch Frontschutzscheiben. So, wo soll ich schon high anfangen? Du bist ja schneller wie der Messdiener. Aus reinem Blech. Gegen, du kannst gleich mit der Ritterrüstung einsteigen, da bestehst du aus Blech. Fang in China an und hör auf Trier auf. Gegen, wenn ich fertig bin, häng ich halt in Mexiko. Soll die Zündung an. Wir machen aus jedem Peugeot einen Abriss-Skihüt, das ist gar kein Problem. Soll ich mal zu K-Klasse gehen oder was? Soll ich sagen, also mit Meteoriten geschlagen wie Rakete oder was? Sehr geehrte Damen und Herren, darf ich Ihnen vorstellen? Alter, ohne Scheiß. Ich schmeiß bald aus dem Fenster, das verkackt. Hier, herzlichen Glückwunsch, kauf der Fahrrad, so. Sehr geehrte Damen und Herren, darf ich Ihnen vorstellen? Dezibel Dirk. Wir machen aus jedem Peugeot einen Abriss-Skihüt, das ist gar kein Problem. Das erste, was wir brauchen, ist alles allererstes mal ein dickes Subwoofer. So, und für den Subwoofer überhaupt mal herin zu eiern, brauchst natürlich auch Kraftakku wie ein steiler Kran hat, ist gar kein Problem. So, das Ding muss natürlich Wumms haben, dass irgendwann mal die Alu hinten im Kofferraum sitzt, ey, da geht der einen ab mit dem Kitzler, ist gar kein Problem. Ja, busy jugendfreundlich muss man sein auf YouTube, ne? So, nichtsdestotrotz sind wir wieder in einem wunderschönen Video und ja, der Dezibel Dirk hat sich natürlich gedacht, der Herr Reiter mit seinem dicken Subwoofer und Benz, der ist ja bei mir, jetzt muss das Ding in eine Kleinware rein. Wir müssen aus dem ganzen Peugeot mal mir einen Subwoofer, das ist gar kein Problem. Und wenn die Heckscheibe auseinanderfliegt, dann fliegt sie halt auseinander. So, hi, du tickst einen Kabelsalat, den haben wir natürlich auch schon im Kofferraum. Wir hoffen mal, dass die Kabel halt durch den halben Amazonas gehen. Gar kein Problem. So, außerdem, hi, ein Herr Foch, den hat halt schon alles auf den Tisch gelegt. Das ist ja besser wie mein Frühstück heute Morgen. Hat ja alles schon vororganisiert. Ich brauche gar nichts mehr heute zu machen, ne? So, außerdem, die Motorhaublauf vorne, die ist gar nicht umsonst offen. Wisst ihr, warum die offen ist? Damit wir erstmal alle Schrauben nachziehen können, weil wir wissen, nach 20 Kilometern ist es wieder soweit. Wir müssen mit der Schraubensicherung ausrücken, das ist gar kein Problem. Überall Tropfen, Provo fertig, so. Und jetzt mal, hey, für die, wir haben ja keinen dicken AMG oder so, wo natürlich die Lautsprecher leuchten wie UFOs, ne? Da haben wir natürlich halt wieder die 0850-Schuppen wie eine Abriss-Skihütte rausgeholt. Die Membran, ne? Die fliegen ja auch alle Wochen auseinander. Wir haben uns halt mal irgendwelch die alten Lautsprecher aus dem Benz geholt, ne? Die leuchten, flattern und blinken, das ist perfekt so. So. Außerdem haben wir natürlich in der Werkstatt, wie man natürlich sieht, umgeräumt. So, damit dann auch alles dementsprechend kundenfreundlich ist, ne? Hier haben wir direkt Radreifenabteilung von unserem Reifenservice. Feierabend läuft hier auf YouTube kein Radreifenservice, hier läuft Full Action House auf dem Zählerkasten. Damit wir mal wieder einen Schraub abreißt, ne, und den Herr Reiter mal wieder nicht von der Stelle kommt, haben wir natürlich eine Wartelounge eingerichtet. Die Auspuffer liegen lassen, weil es war zu heiß. Also 20 Minuten Auspufflagerung. Ne? Die wollten wir uns ja auch mal hier ein bisschen zeigen. Ne? Obst ist auch im Haus, ne? Promi hier keinen zu sagen. Wer kein Obst im Haus? Ne? Ja, halt, stopp! Oh, Herr Reiter. Halt, stopp! So ist es hier nicht. Wir sind hier in einer Werkstatt und ist Obst im Haus. Ich hab einen Pfeil im Kopf, Alter. Die Brille, da siehst du besser wie um Schweißlehrgang, glaub ich mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Lautsprecher ich schon eingebaut habe und Bum-Bum-Boxen, ne? No, aber die Frage ist nur, wie man jetzt... Wenn man so ein Ding einbaut, ist dann natürlich halt wieder alles auf YouTube. Da geht natürlich Leute, die gucken sich das Video an, wenn man noch nie sowas gemacht hat, ne? Aber ihr habt einen Vorteil. Ihr kennt mich. So, im Endeffekt erklären wir jetzt allererstes mal den Verstärker. Ist ja nicht so, als ob der Verstärker danach meistens futsch ist, aber funktioniert noch. So. Der hat aber nur 500 Watt. Gegen. Und trotzdem hat er mehr Leistung wie dein Mobiltelefon. Das ist gar kein Problem. So, wir haben hier in 600 Watt JBL Subwoofer alles. Die Membran hin ist größer wie manch Frontschutzscheiben. Gut, Benz hat das Ding anscheinend so gerumst, dass die Radschrauben hinten mal locker geworden sind. Ne? Als allererstes haben wir hier unser Eingangssignal Chinchi. Das geht natürlich schon drauf gestöpselt, ist gar kein Problem und kommt dann ins Radio reingestöpselt. Ne? So, hier haben wir erstmal unser Kabelsalat.
schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Wohl schaffen, ne? Also, wo soll ich schon hier anfangen? Fange in China an und hör auf Trier auf. Wenn ich fertig bin, hänge ich hier in Mexiko. So, hier haben wir schon mal das Wichtigstkabel. Das ist aber, glaube ich, schon wieder zu kurz. Hier haben wir eine Sicherung. Sichern Sie sich, das ist ganz wichtig, ne? So. Ein Anschlusskabel. Außerdem, bei manchen Subwoofern mit Boxen sollte man natürlich in einem Kleinwagen wie diesen einen Kondensator einbauen. Dieser Kondensator, der ist einfach als Puffer da, ne? Damit die Batterie nicht direkt auseinanderfliegt und ihr direkt zum ATU eine neue kaufen müsst. Wisst ihr, die wollen ja auch nur euer Geld haben, ne? Dann ist das Ding natürlich gebridged, für die maximale Leistung rauszuholen, und ist halt auch schon angeklemmt, ne? Muss man natürlich mal abends so ein bisschen nachziehen nach Gebrauchs. Anweisung alles. So, in der Mitte kommt Zündungsplus drin, ist ja gar kein Problem, ne? Vom Radio meistens holen. Dann haben wir hier unser Minus, haben wir unser Plus irgendwo, das ist gar kein Problem. Da geht einfach dran gestöpselt und dann funktioniert die Bum-Bum-Box. Jetzt gehen wir mal zum Herr Reiter, ne? Der kann das Ding mal verkabeln, das ist gar kein Problem. So, dicke Pischo alles heil. Hey Reiter, kennst du schon den Dezibel, Dirk? Nee, was ist das da für ein Hehl? Also wie das dann so immer ist, wir waren in der Innenstadt, haben wieder nichts zu tun gehabt und haben uns gedacht, wir schmeißen jetzt den Subwoofer in die Pischo, ne? Außerdem vom Raumvolumen denke ich mal, das Ding ist ein Subwoofer. Das muss so viel vibrieren, ich sage euch, ich fliege gleich die ganze Ecke weg. Gott sei Dank, Friede im Himmel. So, ich würde sagen, wir fangen folgendermaßen an mit dem Schlimmsten, die Plusleitung. Die Plusleitung, die liegt natürlich hier. So, ist natürlich 1A schon abisoliert worden. Wir haben aber auch kein dicker Kabel, was länger ist, ne? Nee. Man könnte natürlich jetzt auch einfach Media Markt gehen, wieder so Box kaufen, aber das ist halt ja wieder alles so 0815. Ich hab schon mal vorne alles vorbereitet. Ja, das sieht doch wieder perfekt aus. Alles griffbereit. Du bist ja schneller wie der Messdiener. Da hast du 2 Jahre dran gebraucht, was zu essen. Außerdem bin ich mittlerweile ein bisschen auf Obst gerutscht. Wir beide, ja. Und wieso, Herr Reiter? Weil wir Schuhe lieben. Reicht mir. Jetzt muss ich. Meinst du, das reicht bis vorne? Bis hinten, ja, ne? Klar. Gerade so. Das sind bestimmt 3 Meter vom Auto. 50 Meter. So, wollen wir natürlich halt Kabel alles abisolieren, ne? Das ist mal gar kein Problem. Das geht ja schon wieder so gut wie gar nicht. Dafür ist sie auch zu zängig gemacht. Und extra ja, so eine Zange extra dafür. Zange dafür, aber nur ein bisschen mehr wie die Zange abisolieren. Guck mal, wie der Teil schon so braun geworden ist. Ja, was hast du damit gemacht? Das ist die dicke Leistung in den Dingen. Hey. Aber ich denke mal, das ist egal. Wenn das Auto brennt, dann brennt es. Ist so ein Peugeot. Das ist nur ein Peugeot. Jetzt brauche ich aber so wieder Zange. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Sonst trägt der gleich einen auf die Schnauze. Und außerdem brauchen wir erstmal ein Loch für den Fahrerraum. Könnt ihr euch die Federung gehen? Hä? Könnt ihr euch die Federung gehen? Klar, wir gehen wie ein Manuel durch die Tür. Nee, wir müssen uns jetzt hier erstmal was suchen. Wir sind auch hier durch die Lüftung. Schon viel, ne? Ich glaube, die haben gedacht, oh, da kommt sowieso kein Zapufer rein. Was ist ein Zapufer? Deswegen haben sie nirgendwo ein Loch reingemacht. Eine Stunde später. Hey, in der Kiste ist ja cool. Geh mal besser hey durch Armaturbreit, hä? Hast du Pfeil im Kopf? Ja, wir können auch hier durch die Scheibe gehen. Machen wir hier ein Scheibloch. Da hat er wenigstens der Druck. Ich weiß ja wirklich nicht, wo die Franzosen mit dem Motorkabel. Alle sind sie durchgegangen. Guck dir die mal an, ja. Hey, ist hier, stopp. Ja, der ist natürlich hart wie von 1900 Tupac, ne? Dicke Schlitzschraubenzieher. Wenn ich fertig bin, geht halt gar nichts mehr. Okay. Ja, ich hab gleich jedes Kabel in der Hand und nicht das, was ich brauch. Ist doch scheiße. Meinst du, wir kriegen einen neuen durch? So angeschubbt. Ja, wo kommt der denn her vorne? Hätte da vorne vielleicht von hinten reingehen können. Und wo kommt der denn da raus? In Vietnam. Ein Riesending in das Hai. Ja. So stabiler gebaut wie der NASA Traumshuttle, ey. Da, guck mal, was da alles rausfällt. Oh, ist eine Highbox, ey. Ist wenigstens geschraubt und geniert aber die Lautsprecher, die sieht ganz aus. Mudi aus, hä? Ich glaube eher, jetzt sind unsere Kabelkanäle hier drin.
Holzschrauben hier. Guck mal, das ist doch besser verschraubt. Besser verschraubt wie mein Mercedes-Verkleidung. Jo. Ja, warum denn auch wohl? Das hier steht aus reinem Blech. Gegen, du kannst gleich mit der Ritterrüstung einsteigen, da bestehst du auch aus Blech. Da kannst du ja zwei Boxen dahin bauen. Fünf? Nee, zwei hier. Der Rest ist ja auch noch so ein Lochbox. Haben die früher extra dran gedacht, hä? Ja, ja, genau. Extra zum Auftunen. Tunen. Tunen. Die High-End-Tuner, high alles. Mhm, der hat schon gedacht. Die Franzosen, sie bauen sich riesige Boxen ein, um auffälliger zu sein. Hier in die Boxlerin rutschen. Die ist sogar in A geklemmt. Ja, super. Kann ja nicht funktionieren. So, wir probieren das mal aus. Ja, natürlich gehen die jetzt, Florian. Das willst du auch gar nicht. Jetzt sind aber beide Stecker drauf. Und bei den Stecker drauf sind, dann geht das Ding noch. Ja, vielleicht ist ja nur die Box kaputt und deswegen hat der Stecker rausgezogen. Das willst du ja nicht. Mhm. Am Ende können wir nochmal alles auseinanderbauen. Machen wir die Zündung an. Also, Zündungsplus ist entweder das gelbe Kabel oder das rote, ne? Das ist je nach Auto wieder unterschiedlich, so wie die Adapter hier passen. Nichtsdestotrotz kann auch mal blau-weiß sein. Ihr findet das heraus mit einer Prüflampe, Multimeter. Oder ihr drückt das Kabel einfach auf Masse, die Sicherung rausfliegt. Rausfliegt, da wisst ihr doch. Ansonsten, ja, wenn ihr das dann gefunden habt, alles ganz gut. Steckt da hier noch. Hier ist jetzt ein Dreiverteilerradio. Steckt er hier bei Subwoofer SW, steckt da die zwei rot-weißen Kabel, die zwei Kabel rot-weiß drauf und dasselbe am Subwoofer in Input. Ja, Anzündungsplus, Change-Kabel, Plusleitung, Masse. Sagen Sie mal, warum wird die Portanika nicht mehr beleuchtet? Was soll ich denn dazu sagen, meinem kleinen Peugeot? Heißt, die Porta, die ist so schon schwarz, dass du nichts mehr siehst. Aber, ja, guck mal, jede Lampe laden, brennt Licht, selbst beim Karl Marx. Aber an der Porta, da gehen sie am falschen Ende sparen. Da fällt mir auch nichts mehr hin, keine Ahnung. Außerdem würden die mal so Flutlichtanlagen wie bei uns in der Werkstatt bauen. Die verbrauchen nur halb so viel Strom und sind heller als ein Trierer Stadion. Na Kaufland, Junge! Die Alge ruft! Und das AUX-Kabel alles! Oh, Herr Vocht, also, Kabel ist natürlich professionell hier gelegt, das ist gar kein Problem. Das Radio kann man mal rausholen, guckt der Datei an. Also, da kommen die Chinchi-Kabel hin, ne? War man natürlich bei unserem Mediamarkt des Vertrauens holen, gar kein Problem. Ach, Digga. Die Baustellenradios sein, ne? Da fliegt gleich die ganze Lampe laden in die Luft. Also, nach der hochprofessionellen Einbauweise in diesem Parkhaus, würde ich mal sagen, testen wir mal diese Anlage, ne? So, da gucken wir mal, was das Ding kann. Einwandfrei. Ja, sieh schon, wir sind doch erst bei 20. Bist du zu schwach? Ja, geh doch mal voll auf mit dem Wagen. It was at this moment that he fucked up. Ey, die Heckscheibe ist ja kaputt. Was machen wir dabei? Ja, was? Soll ich mal zu Karklas gehen oder was? Ja, sicher. Soll ich zahnlose Meteorite geschlagen wie Rakete oder was? Ja, sicher. Also Pfeil im Kopf. Da war wieder so richtig ein Kevin-Move, ne? Die Leute beschweren sich, ich drehe auf und da fliegt die Heckscheibe auseinander. Digga, jetzt können wir erstmal hier im Parkhaus der Klarscheibe aufheben. Och man, wie peinlich, Alter. Gut, ich würde sagen, liken, supporten, teilen, ne? Damit nochmal die nächste Tutorial mal, wie man neue Heckscheibe einsetzt. Gar kein Problem, haut rein.